21 111 D Luzern Depot Luzern. Es ist 5.35 Uhr. Fahren Sie diesen kurzen S-Bahn-Dienst, um den Zug für einen Tag im Pendlerverkehr vorzubereiten. Fahren werden wir den Rabe 523 196 Tonnen, 4 Wagen im Zug verwandt und 71,3 Meter lang auf der Strecke Luzern. Und würde sagen, wir beginnen hier als erstes Mal. Und zwar müssen wir natürlich unseren Zug aufrüsten. Und zwar, ich mache mal den Generalschlüssel freischalten, damit wir den nach vorne pflegen können. Und dann schauen wir uns das Ganze mal von vorne an, würde ich sagen. Und sehen, dass der Exorzismus auch in der Schweiz weitergeht. Ihr seht's. Scheint neuerdings so zu sein, dass das wohl ein Virus ist, oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat auch diese Frau es vorgezogen, auf dem Sitz zu stellen und wie eine Heilige dazustehen, oder ich weiß nicht, was in sie gefahren ist. Auch diese Frau ja, ist seit neuestem so, dass sie gerne so stehen möchte. Ja, wem es gefällt, ich weiß es nicht, mir nicht. Fakt ist, wir haben noch Rot, fällt mir gerade auf. Das sollten wir ändern. Machen gleich mal den Fahrdienstleiter. Warum, weshalb, wieso wir denn noch Rot haben? Ich würde sagen, das machen wir jetzt gleich mal. Sollen auf Signalwechsel warten, dann tun wir das. Vielleicht können wir hier ja die Zugnummer eingeben, das wäre doch schön. 2111. Beziehungsweise 111, also 21, 111. So. Moment mal. Eins. Geschlossen, ja. Genau, wir fahren ja noch geschlossen. Stimmt schon weit. Ach, geschlossen, ja. So, mittlerweile haben wir dann auch grünes Signal, sodass wir fahren können. So, geschlossen, das steht jetzt da vorne dran. Das ist gut, dann können wir loslegen, würde ich sagen. Lösen die Bremse und immer so ein bisschen merken, aber gerade, dass wir hier ein wenig so fahren wir hier mal aus der Halle raus, aus der Fahrzeughalle. Ei. Wunderschön, wunderschön. Übrigens, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chainsaw Man 3, denn ich spiele das von dieser Strecke wird es in Zukunft noch mehr Videos geben, noch mehr Szenarien. Ich habe mir jetzt erstmal gedacht, so für den Einstieg, für den Anfang machen wir jetzt hier so eine kleine Rangierfahrt. Ist ja auch mal was ganz Schönes. Ein kurzes, aber schönes Szenario, finde ich. Die Bereitstellungen sind ja auch mal was Feines, als immer diese Planfahrten. Wie gesagt, ein relativ kurzes Szenario, aber in der Kürze liegt die Würze. Ich finde sowas auch gar nicht schlecht, sowas mal zu machen. Wir fahren jetzt hier an Bahnsteig oder an Gleis 5, sind wir drauf gefahren und haben jetzt hier die Möglichkeit bzw. die Aufgabe, den Zug dort abzustellen, damit die Passagiere gleich
einsteigen können und dann ja, ihre Pendlerfahrt, ihre Fahrt zur Arbeit, zur Schule, wohin auch immer zu beginnen. So, fahren jetzt hier in den Kopfbahnhof. Nur ein bisschen vorziehen. So vielleicht, dass wir gegen den Prellbock fahren. Und sind dann soweit angekommen. So, haben das dann auch beendet. Ich wünsche euch, wenn euch dieses Video gefallen hat, dieses kurze Video, dann würde mich das freuen. Wie gesagt, es ist ein etwas kurzes Video, aber mehr Zeit habe ich heute leider nicht. Es wird in Zukunft noch mehr von diesem Szenario geben, beziehungsweise noch mehr von dieser Strecke. Das war's fürs Erste von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ich würde sagen, ihr hört mich dann in einem der nächsten Videos wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny Spieters. Bye, bye.